Danke dafür und herzlich willkommen jetzt ganz offiziell zum 21. September 2014 historischen Webinar. Es wird eine Art Film, wenn ich auf die Anzahl der Folien schaue. Deshalb haben wir ein bisschen eher angefangen. Und ich begrüße auch alle, die später jetzt hier diese Aufzeichnung anhören. Und viele, die mich kennen, mein Name ist Thomas Schmidt, Senior Vice President, das wisst ihr schon so ein bisschen, wissen, dass ich genauso wie viele Führungskräfte ein Freund der großen Worte bin. Und von daher muss man immer aufpassen, dass man diese verschiedenen Vokabeln nicht überstrapaziert. Aber das, was in Dubai passiert ist und was uns alle am 1. November 2014 ereilen wird, ist tatsächlich à la Bonheur. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und wer jetzt gerade ganz neu oder mal wieder reinschaut, ich habe heute mir mal den Spaß erlaubt, ein paar liebe Freunde, Kollegen, die so ein bisschen weniger aktiv waren, auch einzuladen und die ich auch ganz herzlich begrüßen darf, wenn die dann auf Sendung kommen, dann weiß man nicht, ob alle schon so überhaupt im Bilde sind, was gerade derzeit passiert. Und es ist ja immer so, wenn eine Firma auf den Markt kommt, dann ist es immer die größte, die schönste, die tollste mit den perfektesten Karriereplänen, den schönsten Produkten und so weiter und so fort. Das ist ja auch nichts Neues und das muss man ja auch so machen, logischerweise. Man steht dahinter und man bewirbt es entsprechend. Was gerade aber hier passiert, sind Fakten, über die wir sprechen wollen. Das ist ganz interessant. Fakten, die da lauten, der schnellste Vice-Präsident im Hause Dubai hat es gerade mal in 27 Tagen geschafft. Aus seinem Team gibt es zu vermelden, dass jemand im zweiten Monat über 150.000 Dollar verdient hat. Das sind 60 Tage vom Start weg. Das ist auch nicht so richtig verkehrt. Wer in Dubai dabei war, der hatte so ein bisschen das Gefühl, zumindest wenn er aus der Szene kommt und sich dort auskennt, dass es das Stelldichein der internationalen Network-Marketing-Szene war. Wir sprechen von Top 5 Teilnehmern von den größten Milliardenkonzernen aus den Vereinigten Staaten und weltweit, die sich uns angeschaut haben, respektive schon ein paar Tage oder Wochen inkognito dabei sind. Das ist alles ziemlich sexy, um es vorsichtig darzustellen. Und heute wollen wir uns schwerpunktmäßig um den Samstag kümmern, den ersten Tag dieses unfassbaren Events. Und ich werde jetzt nicht viel drumherum erzählen. Das übernehmen gleich Ruth und Stefan und noch zwei, drei weitere Live-Stimmen, die wir dabei haben. Das ist auch, glaube ich, viel, viel sinnvoller. Heute möchte ich im ersten Teil wirklich mich auf die Fakten konzentrieren, die uns am 1.11. erwarten. Das heißt, wir werden uns zwei, drei Updates zu dubai.com anschauen, einfach weil sie auch am Samstag genannt worden sind von Michael Hansen. Die Folien habe ich eingebaut. Ansonsten erfreut euch über D2G2. Das ist das, was am 1.11. obendrauf gesetzt wird auf unseren Karriereplan und was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als das dreifache Geld zu verdienen. Dafür allerdings viel, viel schneller und viel, viel öfter im Monat. Lasst euch überraschen. Noch entscheidender ist, was ist jetzt zu tun? Wie kann ich diesen Zeitvorsprung nutzen, die Information heute am 21. oder wann immer du die Aufzeichnung anschaust, umzusetzen, um am 1.11. so perfekt aufgestellt zu sein, wie es in der Historie von Network Marketing noch nie möglich war, weil eben innerhalb des Unternehmens und seiner Chronologie, sprich nach 11 Jahren, die Dubai auf dem Markt ist, diese Ergänzung eingepflegt wird. Und die bietet euch allen auf der Leitung, egal ob ihr heute Gast seid oder ob ihr schon ein paar Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre dabei seid, einen wirklich unbezahlbaren Vorsprung. Und ich sage euch voraus, von den jetzt irgendwo 400, 450 Teilnehmern, die wir zugeschaltet haben, werdet ihr in den nächsten 6 Monaten die ersten Partner sehen, die über 500.000 und mehr verdienen und kurze Zeit später auch die Millionen knacken werden, und zwar pro Monat. Jetzt wird der eine oder andere sich schon verabschieden und sagen, alles klar, das passt zu diesem Pferd und dem Du-Bot darauf, der gerade Jiha schreibt, mag das kurz erklären. Das war unsere Kommunikationsform in Dubai, weil wir eben über 25 Nationen versammelt hatten, die Übersetzungen teilweise zeitversetzt natürlich erst die Informationen oder den Witz übersetzt haben, und so haben wir uns einfach auf dieses Jiha konzentriert. Das wird jetzt langsam Kult bei Dubai und das ist einfach nur für euch die Erklärung dazu. Wer so ein bisschen verfolgt hat, was gerade passiert ist, Alibaba, Stichwort, größtes E-Commerce-Haus in China, der kann so ein bisschen erkennen, warum das gerade passiert, warum sich diese Koryphäen bei Dubai anschließen. Und wohlgemerkt, ohne zu wissen, was am 1.11. aufgesetzt wird, was wir heute in allen Details besprechen werden. Das ist die Zukunft, das Thema E-Commerce, Online-Shopping und alles, was damit einhergeht. Der Typ, dem das gehört, der ist innerhalb von wenigen Stunden zum reichsten Mann der Welt avanciert, einfach nur durch den Eingangswert der Aktie und der Entwicklung im Laufe des Tages. Das kommt nicht von ungefähr. Und wenn man sich dann anschaut, auch das war im Raum vertreten, Vertreter von Pricewaterhouse, natürlich von unseren Consultants, von Ernst & Young. Wenn man denen mal zuhört, zwischen den Zeilen lauscht, dann glaube ich, haben wir alle eine sehr, sehr attraktive Zukunft vor der Brust. Also, lasst uns direkt einsteigen und nehmt was zu schreiben dran, bitte. Ich gebe euch ganz ehrlich zu, auch wenn ich seit 25 Jahren wirklich nichts anderes mache und auch nichts anderes kann als Network Marketing,
So ist diese Karriereplanergänzung obendrauf unfassbar einfach. Das Problem ist, wenn Dinge einfach sind, dann wirken sie oftmals kompliziert, vor allem wenn man anderes gewohnt ist. Macht euch so viele Notizen wie möglich, nehmt sofort im Anschluss Kontakt mit eurer Upline, mit dem Nächsten, der dann auch in Dubai dabei war, zum Beispiel auch in der Privatparty bei mir in der Casa Colonia oder im Palast von Michael Hansen. Und lasst euch die letzten Dinge noch erklären und dann passiert das jetzt in den nächsten Tagen und in den Webinaren. Wir haben jetzt ein Zeitfenster bis zum 1. November. Das ist einfach unbezahlbar und das sollte jeder absolut für sich nutzen. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Das war die letzte Folie der Begrüßung, nachdem wir die einzelnen Nationen begrüßt haben, aber das will ich mir jetzt nicht geben. Lasst uns direkt einsteigen mit 2, 3 Updates zu dubli.com, die sicherlich sehr, sehr schön sind und zeigen, was den großen Unterschied macht. Warum? Ihr kennt diese Folie aus unseren Präsentationen, wo wir klassische Direct Sellings und Network Marketing Unternehmen mit Dubli gegenüberstellen, was es bedeutet, Konsumverhalten zu verändern oder eben nicht, was es bedeutet, 1000 und mehr % Preisaufschlag zu haben, respektive nicht, was es bedeutet, das Internet als Freund zu haben oder als Feind zu haben und was es bedeutet, ein tatsächlich 100% kundenorientiertes Unternehmen mit echtem residualem Einkommen zu haben. In diesem Zuge, die erste Neuigkeit, wird in Kürze aktiv werden. Alle Kunden bei Dubli werden nicht einen Cent, egal welche Auszahlungsform sie wählen, mehr bezahlen müssen, wenn sie ihr Cashback sich auszahlen lassen. Das heißt, ganz egal, ob sie PayPal nutzen, ob sie Paylution nutzen oder ob sie es auf die Mastercard überwiesen haben wollen, Dubli übernimmt sämtliche Transaktionskosten, sodass tatsächlich 1:1 das Cashback beim Kunden landet. Ein weiteres Update, auf das wir uns alle gefreut haben und auf das wir uns freuen dürfen, ist die Ergänzung zum Nummer 1 Support-Anbieter weltweit, Zendesk. Die Profis kennen das Unternehmen, arbeitet mit den größten Konzernen der Branche zusammen. Einfach ein weiterer Schritt in die Richtung mehr Kundenzufriedenheit, Kundensupport in weit höherer Geschwindigkeit, wo einfach dafür gesorgt wird, dass mit all den Tracking-Möglichkeiten, die dort sind, wir in der Lage sind, tatsächlich nicht nur die Kundenfragen zu beantworten in Lichtgeschwindigkeit, sondern gleichzeitig Impulse zu setzen, um den Kunden zu weiteren Aktivitäten zu inspirieren und gleichzeitig aber auch zu erfahren, was er verlangt, was wir ergänzen sollten und dann auch tun. Ich mache das hier ganz schnell. Das sind einfach Dinge, die jetzt heute nicht unser Schwerpunkt darstellen. Was ebenfalls sehr schön ist, eine Vereinfachung in unsere Portale, damit es nicht mehr so verwirrend oben ist, wenn man all die verschiedenen nationalen Portale sieht, die verschiedenen Sprachen sieht. So wird es jetzt so ausschauen, dass jeder automatisch 2 Malls zugewiesen bekommt. Das ist einmal, wenn er in einem Land wohnt, die schon eine der 12 nationalen Malls beinhaltet. Dann ist das natürlich seine House-Mall plus die globale Mall, wo natürlich jeder bestellen kann. Trotzdem ist aber jeder Dubli-Kunde in der Lage, in jedem Land zu bestellen, so der Online-Shop auch in sein Heimatland liefert. Dazu geht er ins dubli.com Backoffice und switcht einfach für eine Bestellung beispielsweise um in ein anderes Portal. Ich gebe euch ein Beispiel, das klingt sehr verrückt, aber es ist so, wir wohnen hier in den Emiraten, in Dubai, dort sitzt die Emirates Airline, die ist erreichbar über das deutsche Portal, nicht über das globale Portal. Das sind so Kleinigkeiten, das sind Verträge, die da einhergehen, das wird nicht immer so bleiben. Aktuell ist es so, jetzt ist jeder in der Lage einfach zu sagen, ich möchte, obwohl ich nicht in Deutschland wohne, ich gehe ganz, ganz kurz auf die deutsche Mall und buche darüber meinen Emirates-Flug, um dort Cashback zu bekommen. Oder viele weitere Beispiele dieser Art mehr. Ebenfalls eine sehr, sehr gute Verbesserung. Dann habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, Präferenzen anzugeben. Das heißt, ich kann in dubli.com als Kunde meine Lieblingsshops herausfiltern und sie zu Favoriten hinzufügen, damit ich einfach keinen Coupon, keinen besonderen Deal dort mehr verpasse. Das wird auch noch erheblich erweitert. Dann auch schon eingepflegt sehen wir das neue Account Management bei Dubli. Das wird jetzt jede Woche mit weiteren Funktionen gefüllt. Ich sehe also meinen derzeit verfügbaren Cashback. Ich sehe das, was ich in der Gänze verdient habe. Ich sehe das, was pending ist, also das, was in Bearbeitung ist, wo wir auf das Geld respektive die Informationen vom jeweiligen Shop-Partner warten. Und das Ganze funktioniert mit diesem Gamification-Effekt. Ganz kurz dazu, das ist sehr, sehr interessant und ein großer Trend im Netz, hat fast schon was mit Super Mario zu tun, mit Computerspielen zu tun. Das heißt, der Kunde, je mehr er das Portal nutzt, je öfter er empfiehlt, je öfter er einkauft, je öfter er sucht, je öfter er die Toolbar installiert, auf wie viel Browser noch immer, je mehr Aktivitäten er mit Dubli verbindet, umso höher wird er gerankt. Er bekommt also Titel dafür,
kann zum Super-User werden. Das wiederum setzt ihm andere Vorteile frei. Und das ist etwas, was sehr trendstark ist und was den Menschen draußen anspricht, tatsächlich das Portal mehr und mehr zu nutzen, um einfach dort in der Hall of Fame, in der Ehrentabelle gelistet zu sein. Also auch das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dann hatten wir die große Ehre, das hatte ich gerade schon gesagt, diese Featured Shops, dass ich die Favoriten darstellen kann. Hier noch vielleicht kurz der Hinweis rechts, sehen wir es auch schon eingepflegt, dass wir den kostenlos registrierten Kunden respektive den Premium-Kunden darstellen, was er verdient hätte, wenn er VIP ist. Und das Ganze wird jetzt mit Aktionen einhergehen, wo wir ihm anbieten, wenn du jetzt dich zum VIP upgradest, dann werden wir sogar rückwirkend für eine gewisse Zeit deine verlorene theoretische VIP-Cashback-Summe dir gutschreiben. Also auch sicherlich eine sehr, sehr schöne Kleinigkeit, die aber genau dafür sorgt, für das wir stehen, nämlich perfekte Kundenzufriedenheit, höchstmögliche Umsätze und somit höchstmögliche Provisionen. So, und dann hatten wir die Weltpremiere des zweiten TV-Auftritts von Michael Hansen, die Networks-TV-Show mit Terry Brandt, die habt ihr alle ja schon gesehen, die ist auch schon live. Diese hier wird in wenigen Wochen, ich glaube 3 oder 4 Wochen sind es noch, geht sie zum ersten Mal über den Äther, über Fox, über Bloomberg, 80 Länder. Einmal natürlich ist die Uraufführung, das ist der Sohnemann von Donald Trump und das ist von der Trump-Familie das neueste Projekt, eine Sendung zu machen, wo einfach außergewöhnliche Unternehmen vorgestellt werden, interviewt werden. Und das Ganze dauert nur 4, 4,5 Minuten, wird dann auch auf sämtliche Landingpages kommen, sowohl unseres neuen DRC24, was du dir auch vorgestellt hast, das werden wir nächsten Sonntag uns in Ruhe anschauen, und natürlich auch für euch ganz klar, ganz einfach über YouTube verfügbar sein. Für mich sind das die besten 4,5 Minuten, die du dir rüberbringe, weil A, Donald Trump die genau richtigen Fragen stellt, die uns einfach sämtliche Argumente in 4,5 Minuten auf den Tisch bringen. Das Ganze mit Einspielern dabei. Lasst euch überraschen, wer nicht in Dubai dabei war, muss noch ein bisschen warten, bis es live geht. Es darf natürlich erst von uns verwendet werden, wenn es auch die Erstverwertungsrechte der einzelnen amerikanischen Fernsehsender hat. Und dann, wie gesagt, geht es über 80 Länder in die Welt. Das war der Vormittag des Samstags und danach haben wir auch etwas, was es noch nie gegeben hat, erlebt, nämlich dass das Government, also quasi die Scheich-Familie, nur für unseren Double-Event die Fountains, also die Musik- und Wasser-Springbrunnen, wie ich es im Newsletter gelesen habe, meine Lieblingsübersetzung übrigens an dieser Stelle, für uns bereits am Nachmittag um 13.30 Uhr angemacht haben, damit wir dieses Gruppenfoto machen könnten. Wir waren irgendwo 500 plus Leute in einem Raum des Amani Convention Centers, das eigentlich nur 400 zugelassen war, aber das war alles sehr, sehr schön. Wir haben die Bühne einfach ein bisschen kleiner gemacht und somit konnten wir alle covern. Also das nochmal als Abschluss, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen. Das war quasi das Warm-up für euch. Und jetzt geht's los, ihr Lieben. Wie gesagt, nehmt was zu schreiben zur Hand und versucht das zu fassen, was ich euch jetzt darstelle. Und ihr wisst vielleicht, ich bin nicht nur großer FC-Fan, sondern auch sehr, sehr großer Star-Wars-Fan, großer Yoda-Fan. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Michael Alexander, Vizepräsident Frontline von Dean Mannheimer, zusammen mit einigen Profis aus der Branche federführend für dieses Update steht. Und zur Einführung für euch, was es damit auf sich hat. Wir haben, und das sagt draußen tatsächlich jeder, das perfekte Produkt. Wenn es in den Nuancen, die sicherlich noch Defizite haben, noch verbessert wird, was die individuellen Kunden, Newsletter angeht und so weiter und so fort, was jeden Tag passiert, dann kann man sich kein besseres Produkt im Network vorstellen. Es gibt tolle Produkte im Network, das ist alles außer Frage, die wirklich helfen, gesundheitlich, was auch immer, oder für die Figur oder für die Finanzdienstleistung oder für die Falten oder auch Nicht-Falten, was auch immer. Aber eins ist Fakt, und jeder, der ehrlich zu sich ist und die Historie betrachtet, weiß, dass das alles Halbwertzeiten hat. Weil es kommt das nächstbessere Produkt, vielleicht gepaart mit dem nächstbesseren Karriereplan, was für die Macher der Branche auch kein Problem darstellt, weil sie immer wieder aufbauen können und bei genug Handeln immer wieder nachlaufen. Fakt ist einfach, wenn ich residuales Einkommen aufbauen will, dann geht das nur mit Transaktionsmarketing. Dann geht es nur damit, wenn ich beteiligt bin an jeder Handlung, die ein Kunde vornimmt, ohne dass ich ihn umerziehen muss. Nämlich ihm einfach helfe, das zu tun, was er sowieso schon tut, nur besser, schneller und vor allem günstiger durch unser Cashback. Was bei Dubli sicherlich noch gefehlt hat, ist diese Karriereplanoption, die einfach seit ein paar Jahren absolut trendy ist und die einfach zu Top-Einkommen in der Industrie gesorgt hat. Und so sind wir sehr, sehr happy, dass wir im Zuge dieser Topstars, die gerade zu uns kommen, natürlich immer wieder den Hinweis bekommen haben, unser Karriereplan ist auf
mittel- und langfristiges Einkommen grandios. Da kann ich nichts Besseres machen. Das ist legal weltweit super. Wenn wir aber da noch eins oben draufsetzen können, wenn wir quasi eine Ergänzung zusätzlich zum bestehenden Karriereplan, den wir in Zukunft Backend nennen werden, weil es einfach das Transaktionsmarketing für uns beinhaltet, noch einen Frontend-Plan draufsetzen können, der tatsächlich Leute wie du und ich in die Lage versetzt, in der ersten Woche, in der zweiten, in der dritten Woche bereits schon solide vierstellige Einkommen zu erzielen. Dann können wir eine Bewegung, eine Revolution auslösen, nicht nur im Bereich unseres Produktes, sondern auch auf der Vertriebswelt, die es noch nie gegeben hat. Das ist dummerweise oder interessanterweise schon passiert, ohne dass diese Neuigkeit bekannt war. Jetzt ist sie aber da. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das Ganze nennt sich D2G2 und das ist so ein bisschen angelegt an Star Wars, an unseren Freund hier links, R2D2, den kennt ihr alle aus den Star Wars Filmen. Und unser Dubot ist ja nicht ganz so weit entfernt von dem Thema Science Fiction, aber dieses D2G2 hat natürlich auch eine klare Begrifflichkeit. Und wir gehen jetzt all die folgenden 74 Folien durch, die euch sowohl erklären, warum philosophisch hinterlegt, die euch darstellen, ihr Lieben, und bitte nehmt mich beim Wort, dass wir einen Karriereplan auflegen, der am 1.11. startet, der im Schnitt doppelt so viel auszahlt, wie alle anderen Dual-Team- oder Binärpläne, die es draußen gibt. Doppelt so viel. Und so traurig oder so normal oder so seltsam es auch sein mag, es sind viele Menschen draußen, die sich erst einmal über den Karriereplan und die Möglichkeiten, wie kann ich nebenberuflich, hauptberuflich, mit welchem Background auch immer, tatsächlich hier mein Geld verdienen. Weil das ist das Erste, was sich Menschen überlegen. Dann natürlich muss das Produkt, die Service-Dienstleistung passen. Das wissen wir alle und das soll auch so sein. Schaut euch das genau an und ihr werdet in der Lage sein zu sponsern in einer Geschwindigkeit, wie ihr das noch nie erlebt habt. Ganz wichtig vorab, damit es keine Unklarheit gibt. Der bestehende Karriereplan mit all seinen Feinheiten vom Team-Member zum Senior Vice President mit den Generations-Bini, Boni, bleibt exakt so erhalten. Das, was ich euch jetzt vorstelle, D2G2, das gibt es on top. Das gibt es obendrauf. Und der Start ist der 1. November 2014. Und dieser Karriereplan, der hat diese binären Nuancen. Das bedeutet, es gibt nur zwei Teams, was wir gleich anschauen werden. Und das will ich jetzt schon mal, bevor wir in die Folien gehen, euch im Hinterkopf verankern. Das bedeutet, dass wir am 1. November zwei Genealogien haben. Wir haben am 1. November sowohl eure bestehende Organisation, die auch niemals angetatscht wird, wie sie heute da ist, und gleichzeitig wird sie parallel in ein binäres System integriert, migriert sozusagen, was euch in die Lage versetzt, durch die Aktivitäten, die ihr geleistet habt in der Vergangenheit und vor allen Dingen von heute bis zum 1. November, euch in eine Position katapultiert, dass am 1. November, wenn ihr aufwacht oder wann auch immer von der Uhrzeit her es eingepflegt wird, ihr plötzlich Menschen aus Japan, aus Thailand, aus Amerika, aus Dänemark, aus Afrika, aus Australien in eurer Gruppe findet. Klingt verrückt, ist vor allen Dingen sehr, sehr schön. Ich möchte euch zu Beginn ein paar Gründe darstellen, warum wir damit alles weghauen, um es mal in etwas einfach gestrickterem Deutsch, ihr wisst, ich komme aus der Bronx, Mühlheim an der Ruhr gebürtig, warum wir alles in den Schatten stellen mit diesem Plan. Warum es tatsächlich die Essenz ist aus allem, was es im Network Marketing bisher gegeben hat. Fangen wir an. Binäre Karrierepläne oder Dual-Team-Karrierepläne sind natürlich deshalb schon die beliebtesten Auszahlungspläne in der aktuellen Zeit, in der wir leben, weil sie einfach die höchstmöglichen Auszahlungen ermöglichen und das gleich vom Start weg. Und ihr wisst alles, verdienen eure Partner, eure Partnerinnen Geld, gibt es keinen Grund, irgendetwas anderes zu machen. Das ist so einfach. Binäre Marketingpläne zahlen darüber hinaus wöchentlich aus, nicht mehr monatlich. Das hilft uns natürlich, wenn wir jemanden neu gesponsert haben, dass der schnell Geld verdient, dass der seine Ausgaben für die Registrierung, dass der seine Ausgaben, die er bei der Bewerbung seines Geschäftes, seines Produktes zu Beginn hat, unmittelbar zurückerhält und sofort Profit erzielen kann, ohne erst ersten Monat und dann sogar nochmal 15 Tage, wie es heute ist, zu warten. Also, nächste gute Nachricht ist, freut euch auf wöchentliche Auszahlungen. Punkt 3. Diese Pläne zahlen tatsächlich in die unendliche Tiefe. Klingt auch erstmal verrückt, wenn man noch gar nicht in diesem Thema war. Ihr werdet gleich verstehen, wie das möglich ist. Bedeutet aber erstmal für Sie, für euch, dass ihr sowohl von aktiven Führungskräften profitiert,
die über euch stehen, viele, viele Level, Generationen, Hunderte, teilweise Tausende über euch stehen, genauso profitiert wie über alle, die unter euch stehen, unter euch eingeordnet werden. Es gibt nur zwei Beine, okay? Der vierte Punkt ist, diese Pläne bieten das höchste Generationseinkommen im Vergleich zu allen anderen Plänen im Network Marketing. Was bedeutet das? Wir gehen gleich ins Detail, nur schon mal, dass ihr es einmal gehört habt. Generationseinkommen sind Einkommen auf Menschen in eurem Team, die in der gleichen Stufe, Klammer auf, oder sogar in einer höheren Stufe als ihr selbst seid, sich befinden. Ihr werdet in diesem Karriereplan auch auf diese bezahlen. Ihr werdet nicht bestraft dafür, dass ihr einen guten, starken Mann, eine gute, starke Frau ins Team holt, die euch unter Umständen überholt, sondern ihr seid an den Umsätzen trotzdem beteiligt bei wöchentlicher Auszahlung. Gehen wir einen Schritt weiter. Fünfter Punkt. Die binären Pläne sind auch deshalb so grandios, wenn man sie richtig mit den Details füttert, wohlgemerkt, weil sie das Teamwork in nie dagewesener Art und Weise fördern. Ihr könnt euch das vorstellen. Eure Upline hat natürlich ein sehr, sehr hohes Interesse an eurem ganz persönlichen Erfolg. Ich meine, das ist die Grundidee im Network Marketing. Mache ich meine Partner erfolgreich, brauche ich mir um mein Einkommen keine Gedanken zu machen. Wenn aber der Karriereplan mir auch die Möglichkeit gibt, einfach in der Neue oder die Neue nicht in die Hufe kommen, zu langsam ist, was weiß ich ist, dann sponsere ich den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten. In diesem Plan ist es tatsächlich so, weil es nur zwei Beine gibt, dass jeder in eurer Upline ein höchstmögliches Interesse an eurem Erfolg hat. Denn jeder ist an jedermanns Erfolg beteiligt. Klingt wieder verrückt, wird gleich erklärt. Das funktioniert einmal durch einen sogenannten Matching-Bonus. Das ist die Erklärung, dass ihr als Bewertungsgrundlage den Einkommenscheck wöchentlich eurer Partner habt und an diesem einen gewissen Prozentsatz mitbekommt. Also noch, linearer dieser typische Network-Vorteil ist hier zu erkennen, weil ich eben ganz klar weiß, verdient meine Stefanie 10.000 Euro jede Woche, dann bin ich mit 1.000 oder 2.000 Euro daran beteiligt, ohne dass sie mir was abgeben muss. Plus, es gibt einen Global Bonus Pool, über den wir gleich sprechen werden. Das heißt, wir fördern mit diesem Plan die Einheit, das Teamwork, gemeinsame Aktivitäten in den Ländern oder in den Zugangswegen, wenn sich Online-Marketer zusammentun oder eben Partner, die in den gleichen Ländern aktiv sind. Das ist sehr, sehr angenehm. Das zusammen mit der Tatsache, dass die meisten von euch sowieso Aktionäre sind oder werden, ein weiterer Punkt, tatsächlich Hand in Hand zu arbeiten. Der nächste Punkt, ganz entscheidend. Binäre Pläne sind weit einfacher zu verstehen. Ich sagte es eingangs, zu Beginn mag es jetzt gleich ein bisschen kompliziert werden, wenn man es zum ersten Mal hört, deshalb nehmt euch dann die Aufzeichnung gerne nochmal. Aber dann, wenn ich es einmal verstanden habe, und ihr werdet es sehen, wenn wir unsere Webinare ab 1. November darauf aufbauen, ist es weit einfacher. Und zwar sowohl von der Erklärung, als auch vom Aufbau als solchen natürlich und von allen Qualifikationen. Punkt 7, auch ganz entscheidend, denn die Masse werden wir der Menschen nicht ändern können. Der Mensch ist so, wie er ist, der eine fleißig, der andere bedingt fleißig. Aber wir können Systeme vereinfachen und somit kleineren und mittleren Provisionszahlungen im Normalkarriereplänen in diesem Plan einfach höher bewerten, höher auszahlen, was dann automatisch für eine höhere Aktivität sorgen wird, wenn der Partner feststellt, hey, ich kann hier wirklich Geld verdienen. Punkt 8. Wir werden jetzt gleich ein paar Worte lernen müssen, für die nicht in solchen Plänen bisher zu Hause waren. Wir haben zwei Beine, zwei Organisationsstränge. Okay, es gibt nur zwei ab dem 1. November für diesen Frontend-Plan. Noch einmal, der andere bleibt bestehen. Da habt ihr hinten weiter eure 10, 20 und andere, einige sogar ein paar hundert Frontlines. In diesem Frontend-Plan wird es nur zwei Beine geben und die haben Namen. Das eine Bein ist das Team-Leg oder das Community-Leg. Das bedeutet, das ist das Bein von euch, wo alle in eure Upline hineinsponsern werden. Und somit wird es erfahrungsgemäß viel schneller wachsen als euer zweites Bein, okay, für das ihr verantwortlich seid. Hier ist nochmal die Erklärung. In diesem Plan nämlich platziert eure komplette Upline, somit je mehr aktive Upliner ihr habt, umso besser für euch, neue Partner unter euch. Und das ist das Team-Leg oder das Community-Leg oder das starke Bein, wie immer ihr es nennen möchtet. Das bedeutet im Umkehrschluss, Punkt 9,
Ich kann mich in diesem Plan, wenn ich gestartet bin, zu 100% auf den Aufbau des zweiten Beins kümmern, das für das Gleichgewicht sorgen sollte. Und das nennt der Amerikaner das Money Leg. Es ist oftmals das schwache Bein, weil ich hier zu Beginn alleine agiere, bis die ersten Partner entstanden sind, die natürlich auch in das gleiche Bein arbeiten und so weiter und so fort. Wird gleich viel, viel deutlicher und auch mit Grafiken unterstützt. Diese beiden Beine im Business haben verschiedene Namen und spielen eine entscheidende, jedoch total unterschiedliche Rolle. Noch einmal, eins der beiden ist das Team Leg, wo ihr Sponsor die gesamte wo ihr Sponsor sie platziert und dort, wo ihre Upline fortlaufend weitere Partner aus dem In- und Ausland darunter registriert, deren Umsätze komplett zu euch zählen. Dieses Bein wird sehr, sehr schnell wachsen und erfahrungsgemäß schneller als das andere Bein. Da kommen wir dann gleich schon zu Punkten, die uns wirklich einzigartig machen. Ich habe so etwas tatsächlich noch nicht gesehen. Dieses Money Leg, euer schwaches Bein unter Umständen oder sehr wahrscheinlich, ist das Bein, für das Sie zu 100% selber verantwortlich sind, dass Sie weiter aufbauen, dass Sie aktiv verhalten natürlich, um die Auszahlung zu erhalten. Und zwar wird man immer dann bezahlt, wenn ich in diesem Money Leg einen neuen Partner sponsor. Okay, Frontend bedeutet, wir sprechen hier über die Erstbestellung an Vouchern eines neuen Partners. Also, die Upline ist für den Aufbau des Team Legs verantwortlich, wenn ich das so formulieren darf. Ihr seid es für dieses eine einzige zweite Bein, das sogenannte Money Leg. Und hier muss nochmal grafisch. Gibt es einen Begriff im Englischen, ich finde ihn gar nicht so toll, dieses Spillover. Aber so bringt es am besten rüber. Ihr seid der dicke Klaus hier in der Mitte, der große. Okay? Die beiden roten sind eure persönlich gesponserten Partner. Und jetzt gehen wir mal noch nicht davon aus, dass ihr das ja alles schon zumeist die meisten erledigt habt in der Vergangenheit und natürlich keine neuen zwei sponsern müsst, wenn ihr die schon habt. Wenn am 1. November ein neuer Partner sponsert, dann sollte er schnellstmöglich zwei Leute ins Geschäft bringen. Und zwar einen links, den fügt er quasi diesem Team Leg, diesem starken Bein zu, und einen rechts, den fügt er seinem schwachen Bein zu. Damit ist er qualifiziert in diesem Frontend-Plan, in diesem binären D2-G2. Und jetzt seht ihr das nochmal grafisch dargestellt. In seinem starken Bein, in diesem Team Leg, kommt von oben, wir haben jetzt mal nur zwei Uplines dargestellt, werden immer wieder Leute drunter kommen, automatisch, die alles, was sie machen, dort drunter sponsern. Das heißt, das wird sehr, sehr schnell wachsen. Das andere Bein, das befüllt er. Einen haben wir hier schon, hier rechts der Kollege in Rot, dann habe ich den nächsten drunter gesponsert, der Rot hat auch seinen ersten, der möchte ja auch qualifiziert sein, das heißt, irgendwann nimmt auch dieses Bein natürlich an Fahrt auf. Aber hier habt ihr schon mal ein Bild, wie das grafisch dann auch bei euch im Backoffice aussieht. Zwei Beine und links ist das, wo alles drunter kommt von der Upline. Rechts ist das Bein, wo ihr selbst für verantwortlich seid. Der letzte Grund, der Dual-Team oder binäre Plan, der hilft den durchschnittlich erfolgreichen, und ich habe auch geschrieben, denn selbst den unterdurchschnittlich erfolgreichen BAs weit, weit mehr Erfolg und Auszahlung zu generieren, und somit schnell zu erkennen, was ist denn hier möglich, wenn ich jetzt doch mal ein bisschen die Hände aus der Tasche nehme, wenn ich jetzt doch mal anrufe und was tue. Also, ich habe hier natürlich Mechanismen, die sehr, sehr schnell inspirieren, doch etwas mehr zu tun, wenn die Menschen feststellen, was schon so funktioniert. Gucken wir uns im Vergleich mal Karrierepläne an. Der große Vorteil im binären Plan, er bezahlt bis in die unendliche Tiefe. Egal, wie weit in die Tiefe in eurem starken Bein eure Upline sponsert, jeder dieser Umsätze zählt für euch und kann verprovisioniert werden. Unilevel-Pläne, das ist fast so einer, wie wir ihn jetzt aktuell haben. Wir haben also einen Differenzbonusplan, die sind sehr, sehr stabil. Ich kann in die Breite gehen und bezahlt werde ich aber nur begrenzt. Irgendwann habe ich meine 1, 2 Senior Vice Presidents unter mir, oder gehen wir gar nicht so hoch. Ich habe meine 1, 2 Sales Direktoren in einer Linie unter mir. Dann gibt es da auch keinen Generationsbonus mehr. Das heißt nicht, dass man nicht viel Geld verdient. Das ist ja in der Vergangenheit schon deutlich geworden. Aber um sie einfach mal zu charakterisieren, haben wir einmal unendliche Tiefe, Geschwindigkeit, wöchentliche Auszahlung. Dann so ein bisschen diese Verlustangst, weil ich einem Partner sagen kann, registriere dich heute. Die Chance, dass du morgen schon 10, 20, später 100 oder 500 Leute unter dir hast, ist sehr groß. Also willst du die unter dir oder über dir haben. Beim Unilevel-Plan habe ich die Stabilität, habe ich das residuale langfristige Einkommen. Gucken wir uns an, wie es weitergeht.
Unilevel-Pläne haben die größte Stabilität. Sie zahlen langfristig gesehen, und da könnt ihr die gesamte Historie im Network-Marketing anschauen, die höchsten Provisionen. Das ist einfach Fakt, weil sie super stabil sind, weil die Umsätze sind dort. Das passiert im binären Plan mehr im Beginn, zum Start, für Geschwindigkeit, für Hype. Binäre Pläne, aber sie sind nicht ansatzweise so explosiv, so lukrativ oder fördern so massiv das Teamwork, wie wir eben dargestellt haben. Also kann es nur heißen, wie kann man das irgendwie kombinieren? Wie wäre es, wenn wir das Beste aus all den Karriereplänen in einem hätten? Und dazu braucht es aber auch das richtige Produkt, die richtige Service-Dienstleistung. Das kann ich mit einem Autoship-Programm eines Produktes, was einfach eine Halbwertzeit hat, weil Pflaster 1 von Pflaster 2 abgelöst wird oder Saft 1 von Saft 2. Ihr wisst, was ich meine, und das meine ich um Gottes Willen nicht negativ. Es ist einfach nur mit einem Blick in die Vergangenheit immer und immer so gewesen. Also, wie kann ich es nutzen, mit unserer Service-Dienstleistung ein Backend zu haben, eine Transaction-Kommission zu erzielen und gleichzeitig die Vorteile von Geschwindigkeit und unendlicher Tiefe zu genießen? Wir gehen jetzt ins Detail. Für euch wieder ein kurzer Zwischenschritt. Punkt 1, noch einmal. Der bestehende Plan bleibt 1:1 erhalten, wie wir ihn kennen. Wird unser Backend-Plan wird dafür sorgen, dass wir mittel- und langfristig die 100% residualen Einkommen erzielen. Sprich, nur die Erstbestellung von Vouchern durch ein Team-Member-Paket, durch ein TLA-Paket, die wird im D2, G2, unserem neuen binären System Frontend vergütet. Alles andere, die Monatsvoucher, die Cashbacks, die Partnerprogrammprovisionen, alles bleibt im alten Plan und wird analog zu eurer Karrierestufe mit den Differenzen, wenn sie in der Tiefe geschehen, abgerechnet. Start des neuen Plans ist der 1. November 2014. Faststart und Openline-Bonus werden wir noch diesen Monat und nächsten Monat haben. Das wird euch begeistern, wenn ihr gleich hört, welche Chancen wir haben jetzt in den nächsten knapp 6 Wochen. Und werden dann ersetzt durch neue Faststart-Boni im binären Plan. Ich sagte es eingangs, wir schütten im Schnitt doppelt so viel aus wie alles, was draußen rumläuft. Also, von heute bis zum 1. November kann sich jeder perfekt positionieren. Wie genau die Umstellung funktioniert, erkläre ich euch gleich. Dieser Plan von uns ist ein Tree-Breed-Plan, wenn man auf solche Worte steht. Also es verbindet wirklich die besten Eigenschaften aller Marketing-Plan-Typen und hat on top diesen Matching-Bonus, deine Motivation, deinen Partnern richtig zu helfen, weil du an den Checks beteiligt bist und die an den Checks ihrer Leute und so weiter. Plus ein globaler Bonuspool, wo wir alle am gesamten Firmenerfolg beteiligt sind. Du hast also den direkten Verkauf, du bekommst die sofortige Provision an Vermarktung von Vouchern innerhalb eines Startpaketes. Du hast den binären Effekt, unser Dualteam, für ein absolut explosives Momentum. Du hast on top unseren Unilevel, unseren Generationsbonus, den wir kennen, auch alle Kundentransaktionen für das stabile, langfristige Einkommen. Du hast den Matching-Bonus, den ich gerade schon dargestellt habe, der wirklich Teamwork unterstützt und neue Führungskräfte aufbaut. Und on top, last not least, unseren globalen Bonuspool. Und was ich hier besonders liebe, ist, er belohnt die Partner, die Partnerinnen, die sich schwerpunktmäßig auf die Kundengewinnung stürzen. Auch das ist ein Novum in der Industrie. Ich habe auf der Privatparty von Michael Hansen jemanden kennengelernt. Er kommt aus Singapur. Der Mann verdient 6 Millionen Dollar pro Woche. Er ist eingeschrieben in 5 verschiedenen Unternehmen, die wahrscheinlich alle kennen. Das ist dort in Asien oder auch in Amerika gerne mal so üblich. Das ist nicht offen, aber er hat bei uns relativ offen gezeigt. Er hat mir sein Backoffice gezeigt. Er hat immer zwischen 4,5 und teilweise bis zu 6 Millionen Dollar Einkommen pro Woche. Die zahlen wöchentlich aus. Der weiß aber auch, alle 12 Monate lässt dieses Momentum nach, weil sich alles von unten wieder aufrüttelt, weil einfach die Leute nicht mehr auf dem Autoship, auf der monatlichen Belieferung des Produktes bleiben. Was machen sie? Sie nehmen den nächsten Laden und bauen den dort auf. Das kann man tun, hat mit Stressfreiheit relativ wenig zu tun, aber es funktioniert bei ihm. Als der Typ gesehen hat, der war als Inkognito einer der Inkognito-Leader auf dem Event, hat gesehen, was wir vorbereiten für die Nasdaq, hat gesehen, dass wir auf Kunden, echte Kundenumsätze bezahlen und hat gesehen, dass wir einen Binärplan haben, ich wiederhole mich noch einmal, der im Schnitt doppelt so viel auszahlt wie alles draußen am Markt. Den Typ konntet ihr nicht mehr halten. Das nur als kurzer Exkurs am Rande.
Gehen wir einen Schritt weiter. Vorteil unseres Karriereplans. Es ist, und diese Folie macht euch einen Screenshot, es ist der mit Abstand explosivste und lukrativste Plan mit der größten Hebelwirkung in der gesamten Industrie. Und ich bin hier sehr vorsichtig, weil ich habe einmal in einem binären Plan gearbeitet, das ist 15 Jahre her. Ich habe sehr, sehr viel Geld verdient und habe sie hinterher verteufelt, weil immer nur wenige viel Geld verdient haben und die Firma eine Menge. Die Zeiten sind vorbei, wenn man in der Lage ist, tatsächlich die Dinge neu zu mischen, die Bedingungen neu zu mischen, die Limits, die es gibt, neu zu mischen. In einer aktuellen Studie, die ist gerade in Amerika veröffentlicht, kann man erkennen, dass über 85% der absoluten Top-Verdiener, sechsstellig und mehr, arbeiten in einem ähnlichen Karriereplan. Aber jetzt kommt meine Lieblingsfolie, meine lieben Freunde. Ein Unterschied ist, Dubli zahlt im Schnitt doppelt so viel aus wie fast alle Mitbewerber am Markt. Noch einmal, ich rede hier nicht gegen andere Produkte, das sind einfach Fakten. Und ich habe in den letzten Tagen, deshalb ist auch meine Stimme so ein bisschen weg, mit nicht wenigen gesprochen Skype-Calls gehabt, die einfach in diesem Thema sind, weil ich das belegt haben wollte. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist doch auch in einem binären Plan und wir haben die Fakten verglichen. Wir reden tatsächlich von einem Schnitt der doppelten Provision bei gleichen Umsätzen respektive gleicher Leistung. Das sollte die Profis auf Sendung oder auf der Aufzeichnung so ein bisschen inspirieren, jetzt mal nicht nur zu schauen, wen kann ich aus Mitleid bei mir ins Team holen, sondern wem kann ich darstellen, dass er jetzt mal ganz hastig sich Dubli anschaut, damit mal endlich Schluss mit lustig ist. Nochmal eine grafische Darstellung, damit das für euch klar wird. Immer zwei Beine, ihr seid oben, ab links und rechts den ersten Partner, die erste Partnerin gesponsert, die tun das genauso. Eins der Beine, im besonders äußere, ist das Community-Leck und von oben automatisch runtergesponsert wird. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Warum haben diese Systeme diese Vorteile? Fragt euch einfach selber, was ist einfacher? Zwei Partner, zwei Partnerinnen, zwei Beine aufzubauen oder 15, 15, 20? Wie viele Leute schaffen es wirklich, 10 oder selbst 3 Linien mehr oder weniger in Balance zu halten? Das ist Arbeit, ihr Lieben. Da muss ich richtig was tun. Das ist kein Geheimnis, das ich hier mit euch teile, aber ich will es einfach mal auch für eure Argumentationen in der Zukunft rüberbringen. Ist es nicht super viel einfacher, sich um zwei Beine zu kümmern? Und jetzt stell dir vor, eines dieser Beine ist durch die Tatsache, dass du das Riesenglück hast, angeschlossen zu sein an einem von der Partner, die jetzt hier auf Sendung sind und die einfach schon vor dem 1. November gestartet sind, vorgearbeitet haben und somit ein sehr, sehr schnell wachsendes Community-Leg zu haben, ein schnell wachsendes, starkes Bein zu haben, sodass du dich 100% auf nur eine Linie konzentrieren kannst? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Das Ganze nochmal grafisch. Wie schwierig ist so etwas? Das sieht leicht aus, logischerweise. Ich persönlich kriege das auch hin und das schaffen auch ein paar andere auf Sendung, aber es schafft nicht die Masse. Und wenn wir es mit einem Produkt schon erreichen, dass wir jeden Menschen auf diesem Planeten ansprechen können, der online shoppt, dann wäre es doch toll, wenn wir im Karriereplan auch nicht so kompliziert unterwegs sind. Also vergessen wir dieses Bild und schauen uns noch einmal an, um es richtig klar zu machen, wie es aussieht. Zwei Teams gibt es, links und rechts. Qualifikation ist immer, zwei Menschen zu sponsern. Das muss jeder tun. Euer Vorteil ist, ihr habt das schon getan oder könnt es bis zum 1. November tun. Ich zeige euch auch, was ihr noch besser tun könnt, um euch noch besser zu platzieren. Wie wird jetzt ausgezahlt? Nach all den Vorworten, die hoffentlich gereicht haben, um euch ein Gefühl zu geben, wie zahlt so ein Plan aus? Und da gibt es draußen in der Industrie verschiedene Regeln. Da gibt es 30-70 Pläne. Das heißt, das eine Bein muss 30% des Umsatzes haben, das andere 70, gibt 40-60. Dubli hat sich für den aus meiner Sicht und aus der Sicht von Profis fairsten Schlüssel entschieden, nämlich 50-50. Immer dann, wenn links und rechts gleich viele Umsätze sind, passiert eine Auszahlung oder auch viele, mehrfach, täglich. Sie funktionieren so, wie sie klingen, nämlich immer dann, wenn auf beiden Seiten die gleichen Volumen erreicht sind, wird ausgezahlt. Beispiel, das ist jetzt das Erste, was ihr euch merken müsst. Dubli zahlt immer bei $400 Umsatz aus. Erster großer Unterschied zu vielen anderen, bei uns gibt es keine Punktbewertung, weil wir die Umsätze reduzieren. Bei uns wird 1:1 bezahlt auf das, was an Umsatz reinkommt. Und die $400 oder Punkte, wir nennen es deshalb Punkte, damit es währungsneutral ist, ist einfach die Zahl, auf die die
Provisionen gezahlt wird. Ihr habt aber mehr Umsatz. Ich gebe euch gleich Zahlen dazu. Was ist, wenn jemand mit Team Member einsteigt? Was ist, wenn jemand mit dem TLA-Paket startet? Erst einmal für euch im Hinterkopf, immer dann, wenn 400 Punkte, Schrägstrich Dollar, Schrägstrich Euro, auf beiden Seiten entstanden sind, gibt es eine Auszahlung. Das wird dann so aussehen wahrscheinlich, dass ihr auf eurem Teamleg, in eurem starken Bein, unter Umständen schon 10.000 Dollar rumliegen habt. Nächste gute Nachricht, die liegen da auch noch die nächsten 100 Jahre rum. Das bedeutet, es gibt hier keinerlei Begrenzung, wann holt ihr das Geld ab, wann habt ihr auf der anderen Seite den Schwung erzielt, um die Balance final zu erreichen. Habt ihr alle Zeit der Welt zu. Ihr müsst aber auch nicht warten, bis 50-50 erreicht ist. Einfach im Hinterkopf haben, links ist der Umsatz schon da, 10.000 Dollar in meinem Beispiel hier. Rechts reicht jetzt ein einziger Umsatz, ein einziges Team-Member-Paket, was sogar mehr als 400 Dollar enthält, wie ihr wisst, wo ich aber nur 400 brauche für die Auszahlung, um eine Auszahlung zu generieren. Nochmal plastisch, links große Struktur, ist fertig, sorgen eure Ableiter für. Rechts sponsert ihr den ersten Partner und es gibt Geld. Der sponsert den ersten und es gibt Geld. Ihr sponsert den nächsten und es gibt Geld. Die sponsern alle zusammen und es gibt Geld. Weil links der Umsatz schon da ist. Jeder neue Start, wobei hier die Voucher umsetzen, natürlich nicht die 99 Euro Lizenzgebühr verprovisioniert wird, logischerweise, sorgt für eine Auszahlung. Okay? Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht die denn aus? Erstmal eine Erklärung, genau, ich muss mich auch erst an die Folien gewöhnen. Also nochmal, um es zu verdeutlichen, es wird immer dann Provision ausgezahlt, wenn auf beiden Seiten ein neuer BA gestartet ist. Mein Beispiel ist, links ist der schon lange gestartet, haben wir schon längst vorgearbeitet. Beispiel, sie werden jedes Mal dann bezahlt, wenn ein neuer Umsatz links und rechts entstanden ist. Diese Auszahlung passieren, wenn sie selber sponsern, und jetzt aufpassen, oder jemand anders aus ihrer Upline, egal wie hoch, oder jemand anders aus dieser Downline, egal wie tief, einen neuen VA sponsert. Der muss nicht mal aus eurer persönlichen Gruppe sein. Und das passiert auf beiden Seiten. Gibt es jedes Mal Geld, jedes Mal Provision und sogar bis zu mehrfach am Tag. Bevor wir uns Zahlen anschauen, lasst uns schauen, wie qualifiziere ich mich für diesen Plan. Der erste Schritt ist, den kennen wir, man registriert sich bei Dubi. Gleichzeitig ist man nach 30 Tagen auf dem monatlichen Voucher-Programm, wo ich einfach für einen VIP-Kunden sorge, der entsteht, oder ich gewinne draußen ein, dann schreibt mir Dubi die 99 respektive 49 plus Provision gut, oder ich gewinne einen Kunden, dann brauche ich gar keinen Voucher kaufen. Das sind die drei Versionen, die aktiv sind. Das kennen wir alle. Die Registration passiert, indem ich ein Team-Member-Paket nehme, wie wir es heute kennen. Ich habe jetzt gar nicht die Euro-Preise im Kopf, aber ihr wisst das ja, was das kostet, 496 plus 99, also knapp 600 Euro ist der Start als Team-Member. Oder ein PPA-Paket, der Name wird am 1. November geändert, das ehemalige TLA-Paket wird PPA nennen, für Partnerprogramm Accelerator, weil es eben den Schwerpunkt hat, Leute, die mit Partnerprogrammen arbeiten zu wollen, sofort die Möglichkeit zu geben mit der Zertifizierung etc. Dann habe ich einen Umsatz von 2.775 Euro. Preise, alles bleibt gleich. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt habe ich eine Qualifikation zu erfüllen, nämlich um mich in diesem binären Plan zu platzieren oder zu qualifizieren, muss ich einmal in meinem Leben zwei Menschen sponsern. Einen davon links in mein starkes Bein, einen davon rechts in das schwache Bein, wie es dann wahrscheinlich später wird. Okay? Zwei Leute sponsern, das brauche ich, um diesen Karriereplan zu aktivieren. Damit könnt ihr euch auch vorstellen schon, warum das Wachstum hier so unfassbar schnell passiert. Weil egal, ob der neue Partner jetzt seine ersten zwei Leute sponsert, eine Stunde später, nachdem er selber gestartet ist, oder eine Woche später, er ist ja schon im System und er sieht jeden Tag, wie sein Team wächst. Also Handlungsmotivation ist relativ hoch, um es vorsichtig auszudrücken. Nochmal ein Karrierebildchen hier auf das Thema Lego meets Star Wars. Also zwei Leute, das ist die jeweilige Qualifikation. Die haben auch jeweils wieder zwei. Damit sind sie in dem Karriereplan freigeschaltet. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht jetzt die Auszahlung aus? Was macht uns tatsächlich doppelt auszahlend? Was macht uns doppelt auszahlen? Auch ein schöner Satz. Steigen wir ein und gucken uns Zahlen an. Und wieder ein paar neue Worte.
Die erste Provision, die es hier zu vergeben, gibt, ist der sogenannte Cycle-Bonus. Und das ist das, was passiert immer dann, wenn links und rechts ein Umsatz entsteht. Links einer gesponsert, rechts einer gesponsert. Noch einmal, egal ob von euch, von der Upline, ganz gleich. Es ist super einfach, schnelle Duplikation. Und was diesen Cycle angeht, haben wir die höchste Auszahlung in der gesamten Industry. Und wie folgt sieht es aus? Das erste ist der Fast-Up-Bonus. Ich bin heute gestartet. Du bist heute gestartet, der du jetzt zuhörst. Ganz frisch, hast keinen Vorsprung. Jetzt 1. November haben wir, okay? Du sponsorst deine erste Person. Du brauchst ja zwei, um für diesen Plan freigeschaltet zu sein. Die erste Person, die du sponsorst, bringt dir sofort 10% Fast-Start-Bonus. Das kannst du machen, wann du willst. Je schneller, desto besser. Das ist der D2, der Dual-Team-Bereich der Struktur. Sobald ich die erste Person gesponsert habe, bekomme ich auf den Umsatz 10% wöchentlich ausgezahlt. Das ist bei den beiden Paketen in Dollar 49,50 oder 247,50 beim PPA-Paket. Okay, neuer Partner startet, ich bekomme 10% Schnellstartbonus darauf, fertig, aus. Schritt weiter. Jetzt startet die zweite Person, die brauchst du ja. Dann gibt es auch auf die 10%. Um es kurz zu machen, du hast immer diese 10%, wenn du wieder Frontline persönlich Partner sponsorst. Frontline merkt sich das System, hey, das ist ein Partner, der ist von dir gekommen. Einsortiert wird er natürlich an der untersten Stelle im Karriereplan, um für diese Dynamik zu sorgen. Das Unternehmen weiß aber und du siehst in deinem Backoffice, das ist einer deiner 3, 5, 10, 20 direkt gesponserten Partner. Auf die bekommst nur du 10% Schnellstartbonus. Wenn das passiert ist, wird zum ersten Mal ein Cycle-Bonus bezahlt. Das ist im Endeffekt nichts anderes als immer dann, wenn links und rechts ein Umsatz entstanden ist. Hier ist der nun gesamt durch dich entstanden, in diesem Beispiel. Du bist ganz frisch, du hast noch keinen hinzugekommen. Du hast links eingesponsert, hast 10% bekommen. Du hast rechts eingesponsert, hast 10% bekommen. Jetzt hast du links und rechts Umsätze generiert. Jetzt gibt es noch einmal 10% Umsatz auf diese eben gezeigten 400 Dollar. Das sind nochmal 40 Dollar. Das heißt, wenn du zwei Partner sponsorst in diesem neuen Karriereplan, verdienst du 50 Dollar, ich darf aufrechnen, auf den ersten Partner, 50 Dollar auf den zweiten Partner, 40 Dollar, weil zwei zusammen sind und der erste Cycle ist da. Das heißt, du hast 140 Dollar verdient mit dem Sponsoren von zwei Partnern mit dem kleinen Paket. Rechne dir aus, was es bedeutet, wenn das mit dem großen Paket passiert. Dann sind es schon weit über 500 Dollar. So, jetzt müssen wir wieder zusammenfassen. Dieser Cycle-Bonus, was ist das nochmal genau? Es ist der Bonus, den du erhältst, wenn jeweils 400 Punkte respektive Dollar auf links und rechts entstanden sind. Du machst sogar fast 500 Dollar an Umsatz, aber 400 werden nur benutzt. Und ihr seht ganz unten die überschüssigen Umsätze, also von 495 Dollar, die ja eigentlich der neue Partner bezahlt, die 95 Dollar, die gar nicht gebraucht wurden, werden einfach schon übertragen. Die hast du dann wieder an Umsatz dort stehen. Das heißt, mit dem nächsten Partner hast du dann nicht 495 am Dollar, sondern schon 495 plus 95. Also es wird übertragen. Es geht nichts an die Firma, wie es oft in anderen Firmen ist. Es wird 1:1 die vollen Volumen ausgeschüttet. Du kannst aber nicht nur 10% Cycle-Bonus erhalten, die wir gerade uns angeschaut haben. Du kannst dich auch qualifizieren, dass jedes Mal, wenn zwei Leute entstehen, links und rechts, dass du 15% bekommst. Du kannst dich aber auch qualifizieren, dass du jedes Mal, wenn zwei Leute entstehen, 20% bekommst. Und diese Cycle-Boni werden immer aus der schwachen Seite bezahlt. Starkes Bein wird vorgearbeitet, da sind die Umsätze. Rechts im schwachen Bein entsteht ein neuer und du kriegst jedes Mal, wenn dort einer entsteht, mach dir einfach einen Kopf, was da los ist, wenn du da 5, wenn du da 10, wenn du da 100 aktive Leute in deinem schwachen Bein hast, die jeden Tag ihre 5, 10, 9 Leute sponsern, hast du jeden Tag 5 oder 10 Mal entweder 10%, sprich 40 Dollar, oder 15%, sprich 60 Dollar, oder 20 Dollar, sprich 20%, sprich 80 Dollar. Okay? So, wie schaffe ich das, dass ich jetzt mehr als 10% bekomme? Und das ist der nächste Riesenvorteil für euch, die ihr jetzt diese Information bekommt. Ihr könnt dafür sorgen, dass das am November, 1. November schon der Fall ist. Die meisten, viele von euch haben das sowieso schon. Hast du links, rechts, links einen gesponsert und rechts einen gesponsert, das ist die Minimumqualifikation, bist du auf der 10%-Stufe. Möchtest du mehr haben?
Ganz einfach, sponsor links noch einen und rechts noch einen. Also insgesamt 4 Frontlines, dann hast du danach auf Lebenszeit 15% an Cycle-Bonus. Und machst du das ein drittes Mal links und ein drittes Mal rechts, also gesamt 6 Partner, die du Frontline gesponsert hast, bist du in der höchsten Stufe von 20%. Mehr geht nicht. Ziel also ganz klar für dich und auch in der Hilfe für deine Partner sind im Laufe der Zeit, je eher desto gut, bestenfalls zum 1. November, 6 Leute zu sponsern, 3 links, 3 rechts, denn dann bekommst du jedes Mal 20%, sprich jedes Mal $80. Das wird sehr, sehr schnell $80 mehrfach am Tag sein, die bei dir reinklackern. Also das lohnt sich mit Sicherheit. Also ein links, ein rechts, Basisqualifikation und du hast 10%. Machst du das ein zweites Mal, gibt es 15%. Machst du das ein drittes Mal, gibt es 20% Cycle-Bonus. Hier nochmal grafisch dargestellt. Du bist oben der Weiße, hast die ersten beiden gesponsert, die beiden Roten. Damit bist du qualifiziert und kriegst jetzt 10%. Nämlich $40. Sponsorst du die nächsten beiden und in meinem grafischen Beispiel sind die direkt untereinander. In der Praxis wird es hinterher so aussehen, dass die grünen Jungs hier, speziell der linke Grüne, der in deinem starken Bein ist, der wird weit, weit tiefer schon sein. Aber das System weiß ja, der Grüne kommt von dir, auch wenn da schon wieder 20 oder 100 zwischen sind. Das ist aber deine Frontline, die du einfach dazwischen platzierst. Rechts machst du das Gleiche. Hast du das geschafft, gibt es fortan 15% gleich $60. Dann sponserst du den dritten auf die linke Seite in dein starkes Bein. Also jeder sorgt dafür, dass das starke Bein immer schneller und immer größer wächst, damit du auch verstehst, warum wir davon reden, dass ein Bein, weil alle dort rein sponsern, weil sie alle mindestens einen, bestenfalls drei dort hinein platzieren wollen, dass das Ding nie aufhört zu wachsen. Also die Violetten sind hinzugekommen, in meinem Beispiel hier direkt untereinander. Das hat mit Praxis nichts zu tun, da werden andere zwischenkommen. Aber das System weiß, auch die Violetten sind deine persönlichen Partner. Damit hast du die höchste Auszahlung generiert und jetzt kriegst du immer 20%, wenn links und rechts was passiert. So, gucken wir uns an, was das bedeutet für uns, die wir den bestehenden Plan haben. Fragt euch bitte selber, was verdient ihr aktuell auf die erste Person, die ein neuer Partner sponsert? Ich mache den Chat jetzt nicht auf, ich gebe die Antwort für euch, ihr bekommt 5%. Ihr startet als Teammember, ihr startet, registriert einen neuen Partner, gibt es 5%. Das ist schon mal grob die Hälfte. Jetzt gibt es 10%, das haben wir schon mal verstanden. Die zweite Person, die ihr sponsert, was kriegt ihr darauf? Genau, 5%. Wie viel kriegt ihr heute? 10%, das Doppelte. Wie interessiert bist du denn jetzt, deinen ersten beiden oder den weiteren Partnern zu helfen, selber die ersten Cycle-Boni zu bekommen, sprich ihrerseits links und rechts zu sponsern? Du bist hochgradig motiviert, weil alle Umsätze unendlich tief für dich oben auch zählen. Sobald aus der Menge der Partner bei weltweitem Wirkungskreis Linksumsätze entstanden sind, das passieren sie, da kannst du gar nichts gegen tun, Rechtsumsätze entstanden sind, weil du ein Bein, zwei Beine, drei Beine, wie immer du aktiv sein willst, ins Laufen gebracht hast, du bist an all den Umsätzen beteiligt. Wenn die Partner also die ersten Cycle-Boni generieren, sind das auch für dich schon wieder zwei neue Umsätze, sprich zwei Auszahlungen, wenn diese in deinem schwachen Bein passieren. Hilft den Leuten in deinem schwachen Bein, sich zu qualifizieren mit zwei Partnern, ist das gleichzeitig für dich zwei Auszahlungen. Okay, wöchentlich hast du sie auf dem Konto. Das sorgt natürlich für echtes Vertrauen und für viel, viel intensiveres Teamwork. Und auch nochmal eine Grafik dazu. Gucken wir uns das an, was hier passiert ist. Ihr seid wieder der Typ da oben in der Mitte mit der Krawatte, in groß, Tasche. Ja? Jetzt haben wir wieder die Spillover von oben, was drunter kommt. Wir haben also ein starkes Bein. Was passiert aber jetzt? Ich hatte eingangs gesagt, ihr werdet euch konzentrieren auf euer schwaches Bein, auf das Money Leg. Rechts hier für uns zu sehen. Ihr hilft also diesem roten Kollegen natürlich auch mit eurem Engagement und Motivation oder Three-Way-Calls oder Meetings, was auch immer, dass der schnellstmöglich am besten in die 20%-Stufe kommt. Hat er die ersten beiden gesponsert und hier ist diese Grafik viel praxiskonformer. Er sponsert den ersten links in sein schwaches Bein. Okay, das seht ihr hier links mit dem gelben Pfeil. Den zweiten, den er sponsert, der landet schon in der Tiefe
unterhalb der grünen und violetten, die ja von euch gekommen sind. Trotzdem weiß das System, hey, euer Roter ist qualifiziert jetzt auch für 10%. Gleichzeitig sind zwei Umsätze passiert, die euch oben zur Auszahlung bringen. Will jetzt euer roter Partner auf der rechten Seite aber 15% haben, was muss er tun? Sponsert wieder links ein und wieder rechts ein. Damit seid ihr hier im Grün bei den 15% angelangt. Gleichzeitig sind zwei Umsätze gelaufen, die bei euch oben für zwei Auszahlungen sorgen, nämlich wiederum 2 mal 80 Dollar. Wir reden hier von Lichtgeschwindigkeit, was hier passiert. Nur, dass ihr so eine kleine Idee habt, falls es mit der Vorstellungskraft ähnlich schwierig ist, wie es bei mir in den ersten Tagen war, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Jetzt setzen wir eins oben drauf. Jetzt reden wir von Generationsduplikation, wie es das im Network noch nicht gegeben hat. Und das ist wirklich der Schlüssel zur finanziellen Freiheit. Wie funktioniert das? Ich hoffe, dass sobald diese Cycle-Boni, links, rechts, gleich Geld, links, rechts, gleich Geld, links, rechts, gleich Geld ist, das verstanden wurde. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen auch zwei Schritte weiter. Ich mag das schon mal vorwegwarnen. Jetzt reden wir von Matching-Bonus und von Generationsbonus. Sobald ihr qualifiziert seid in diesem Frontend-Plan, sprich, ihr habt links und rechts gesponsert. Und noch einmal, für dieses Webinar heute, unabhängig davon, ob das längst schon geschehen ist in der Vergangenheit, weil ihr schon ein bisschen bei Dobi seid, oder ob das jetzt passiert vom 1. November bis, vom heutigen 21. bis zum 1. November, oder für den ganz neuen nach dem 1. November, der zwei neue Leute ins Geschäft bringt. Das ist egal. Sind zwei Leute bei euch im Team, mindestens habt ihr die Qualifikation. So, und jetzt habt ihr nicht nur die Qualifikation für diesen Cycle-Bonus, sondern auch für 10% Matching-Bonus. Das ist dieser Bonus, der als Bewertungsgrundlage die Auszahlung hernimmt, die eure persönlichen Partner erzielen. Die Ruth ist meine Frontline. Sie erzielt pro Woche an Cycle-Bonus 10.000 Dollar. Dann ist der Tommy als ihr Direktor-Sponsor mit 10% daran beteiligt und kriegt davon 1.000 Dollar mit. Das ist das, was Matching-Bonus bedeutet. Das geht auch wiederum höher, okay? Nämlich, also, jedes Mal kommt dieser Cycle-Bonus zustande, kriegst du 10%. Du kannst aber auch 20% bekommen, auch hier die gleiche Qualifikation, die wir eben gesehen haben. Hast du 10%, dann kriege ich bei meinen Frontlines, du bei deinen Frontlines, immer dann, wenn die 40 Dollar bekommen, 4 Dollar mit. Kannst aber auch 8 Dollar kriegen. Sind die schon in der 15% Stufe, kriegst du zwischen 6 und 12 mit. Sind deine Partner in der 20% Stufe, kriegst du zwischen 8 und 16 mit. Macht euch das bitte bewusst. Normale Karrierepläne, je höher deine Partner kommen, je geringer deine Differenz, kleinere Umsätze. Manchmal muss man sich dann schon sehr motivieren, um volle Energie hineinzugeben, weil man weiß, gleichzeitig reduziere ich mein Einkommen. Okay? Hier weiß ich, je mehr meine Partner verdienen, je höher sie eingestuft sind, je höher auch deine persönliche Provision. Das ist ein ganz entscheidender Effekt. Also, der Cycle-Bonus deiner Frontlines bedeutet Matching-Bonus für dich bei wöchentlicher Auszahlung. Und zwar zwischen 10% und 20%. Und die Qualifikation, ob 10 oder 20, ist völlig identisch. Habt ihr einen links, einen rechts, kriegt ihr 10%. Habt ihr zwei links und zwei rechts, kriegt ihr 15% Matching-Bonus mit. Und habt ihr drei links und drei rechts, kriegt ihr 20% mit. Also, habe ich diese 6 maximal Partner, ich meine, ihr dürft weiter sponsern, ihr solltet weiter sponsern, aber 6 sollte das erste große Ziel sein, 6 qualifizierte Partner, dann habt ihr sowohl 20% Cycle-Bonus selber, sprich 80 Dollar, mehr geht nicht, und ihr habt 20% Anteil an den Schecks eurer Partner, auch hier, mehr geht nicht. Also, ein überschaubares Ziel für einen Neustarter ab November zu sagen, lass uns jetzt die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen und selbst wenn es 3 Monate dauert, schauen, dass wir dir 6 Leute aufbauen. 2 ist das Minimum, das schafft jeder. Und selbst mit 2 Partnern kannst du unfassbar viel Geld verdienen. Mit 6 ist es einfach doppelt so viel. Nochmal eine Grafik dazu, ich hoffe, die ist nicht zu kompliziert. Sie ist ja noch einmal genau das Gleiche, was wir gesehen haben. Die beiden roten links und rechts sind eure ersten beiden Partner, die sorgen dafür, dass ihr in der 10%-Stufe seid. 10% Cycle-Bonus, 10% Matching-Bonus. Kommen die nächsten beiden zu, hier in grün, seid ihr in der 15%-Stufe
und bei den beiden violetten seid ihr dann für immer in der 20% Stufe. Und die Prozente zählen auf den Cycle und auf den Anteil am Scheck deiner Partner. Der Amerikaner nennt das gerne Matching Bonus. So, das war noch nicht alles. Ich hoffe, ihr seid offen für noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommen Dinge, die hat es noch nicht gegeben in der Industrie. Jetzt reden wir von Generationsbonus in einer völlig neuen Art und Weise. Und ich versuche es so plastisch wie möglich zu erklären und ich hoffe, es gelingt mir. Ansonsten gibt es dann gleich natürlich nochmal einen offenen Frageschat und vielleicht können auch Stefan und Ruth und Alvaro und Oksana und Basti spricht auch nochmal mit ihren Worten es rüberbringen. Network, Doubly Network belohnt die aktiven Partner, die Führungskräfte weltweit mit diesem Matching-Bonus. Aber eben nicht nur auf die persönlich von euch bezahlten gesponserten Frontlines, sondern theoretisch auf Hunderte, theoretisch auf Tausende, theoretisch auf Zehntausende von Partnern in deinem Team kannst du am Provisionscheck dieser Leute beteiligt sein. Also, dieser Matching-Bonus, um den geht es, um die Beteiligung an den Checks deiner Partner, kannst du nicht nur auf deine Frontline bekommen, sondern auch in die Tiefe erhalten. Das Ganze ist jetzt der G2, der G2-Bereich in unserem D2G2. Und das Ding ist wirklich eine Bombe. Das werden Auszahlungen geben, die hat es in der Industrie noch nicht gegeben. Versuche es jetzt zu erklären. Und jetzt müsst ihr anfangen, dreidimensional zu denken, denn jetzt greift auch unser klassischer Karriereplan. Ihr seht es, hast du dich zum Teamleader, zum Teamkoordinator, zum Sales Director oder zum Vice President qualifiziert, bist du in der Lage, sehr weit in die Tiefe mit dem Matching Bonus beteiligt zu werden. Los geht's mit dem Teamleader. Oder machen wir einen Schritt zurück. Bist du neu gestartet, bist also quasi nur Team-Member aktuell, hast also die ersten zwei Leute gesponsert. Ihr erinnert euch an unseren bestehenden Plan. Mit zwei Leuten kommst du noch nicht in die Team-Leader-Stufe, dafür brauchst du mindestens drei. Das wird sich nie ändern. Das hatte ich eingangs gesagt, das bleibt gleich. Der Team-Member hat somit nur auf seine Frontlines, auf seine direkt gesponserten Partner den Matching-Bonus. Sobald du Team-Leader geworden bist, also mindestens die dritte Person gesponsert hast, bist du jetzt auch Generationsbonus berechnet. Das bedeutet, sobald du Teamleader bist oder ihr es schon seid, habt ihr diese 10% Matching-Bonus auf alle Partner in eurem Team in der Tiefe bis zum nächsten, der selber Teamleader ist. Hier in dem Beispiel haben wir vier Leute dazwischen, die sind erst Team-Member. Das läuft ja sehr, sehr schnell, wie wir hoffentlich geschafft haben, rüberzubringen. Dann kommt darunter einer, der ist auch wieder sehr, sehr zügig und wird Teamleader. Alles das, was dazwischen ist, auf deren Checks hast du die volle 10% bis zum nächsten Teamleader. Warum macht es jetzt aber Sinn, auch vielleicht Teamkoordinator zu werden? Zwei Gründe. Der eine ist, du kriegst 15% an den Kunden-Cashbacks. Denn ich will es gerne immer wiederholen, der alte Plan bleibt bestehen. 15% auf die Kunden deiner Downline ist mehr als 10, mehr als 5. Also es macht Sinn, auch Teamkoordinator zu werden. Aber was passiert denn jetzt hier? Mal ganz kurz, weil die Recording hier bei mir hat sich gerade verabschiedet. Ich mache mal ganz kurz. Ruth, du kannst mir eben schreiben. Ist noch Ton da? Sei so lieb. Ich mache mal eben den Chat kurz auf. Und hoffe, ich spreche nicht für mich alleine die ganze Zeit. Ja, Ton ist okay. Fullscreen wieder an. Danke dir dafür. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Kollegen mit der Aufzeichnung klarkommen. Bei mir hat sie sich gerade verabschiedet. Ich zähle auf euch, ihr Lieben. Teamkoordinator, warum macht das Sinn? Jetzt bekommst du zwei Generationen bezahlt. Das bedeutet, du bist Teamkoordinator geworden, hast darunter deine Downline, die wächst sehr, sehr schnell, haben wir eben gelernt. Irgendwann entsteht der nächste Teamkoordinator. Auf alle dazwischen kriegst du 10% Matching-Bonus. 10% vom Anteil der Schecks deiner Partner bekommst du. Dann steht der nächste Teamkoordinator. Alles, was der aufbaut, bis darunter der nächste Teamkoordinator entsteht, kriegst du vollen Matching-Bonus. Um es noch brutaler auszudrücken, bist du der einzige Teamkoordinator in deiner Gruppe zu Beginn und du hast die ersten 10, 20, 100, 200 Leute und nehmt mich beim Wort, ihr werdet sehen, was ab dem 2., 3., 4. November bei euch passiert, bist du auf all die Partner mit 10% beteiligt. Und das geht noch einen Schritt weiter, nämlich bei Sales-Direktoren, da haben wir auch schon ein paar von, werde also Sales-Direktor, dann gibt es sogar drei Generationen, wo Matching-Bonus bezahlt wird. Und der Vice-Präsident erhält vier Generationen, die bezahlt wird. Und zwar immer vier Generationen Sales-Direktoren. Und
jetzt kommt ein Bild, das euch die Stufen zeigt und dann kommt mein Lieblingsbild. Hier habt ihr das nochmal. Team Member hat Matching-Bonus auf alles, was er persönlich sponsert. Sobald du Teamleader wirst, hast du 10% auf alle unter dir, die noch nicht Teamleader sind. Ab Teamkoordinator hast du 10% auf alle Teamleader, auf alle Teammember und sogar die ersten Team, deine erste Teamkoordinator-Generation, die unter Umständen 10, 20, 50 Linien tiefer ist, ist deine erste Generation, wo du 10% wiederum bekommst. Noch eine weiter, gibt es nochmal 10%. Der Sales Director nimmt noch eine dritte Generation mit. Und ich will das hier ganz klar machen, das wird eher ein unfassbar langes Webinar. Generationen sind nicht Level. Das ist die Botschaft dieses Bonus. Während die meisten binären Pläne nach Levels bezahlen, was bedeutet, wenn du die Situation hast, nehmen wir ein Beispiel, du hast, du bist die Mannheimer, du bringst einen Tom ins Geschäft, der bringt die Ruth ins Geschäft, die bringt den Stefan Hochstädtler ins Geschäft, der bringt die Oksana ins Geschäft, einfach um bekannte Namen zu nehmen, dann hast du 5 Level durch und sehr wenig Menschen, weil die alle stark sind, weil die alle schon in diese hohe Position kommen. Bei Dubli ist es nicht so. Wir zahlen Generationen. Das heißt, all die Menschen dazwischen, die noch nicht SDE sind, noch nicht TC sind, werden mitgenommen als Grundlage für deine Bezahlung. Also Sales Director 3 Generationen, 10, 10, 5. Vice President 4 Generationen, 10, 10, 5, 5. Und identisch auch der Senior Vice President, da ändert sich nichts mehr. Und jetzt kommt der Oberburner, wenn ich das mal so leicht einfach gestrickt sagen darf. Diesen Generationsbonus erhaltet ihr auch dann, wenn die Partner eurer Downline in einer höheren Position sind. Macht euch das bitte richtig klar. Und das ist Praxis. Ihr geht raus, ihr seid mit der Botschaft Erster, ihr seid gut im Online-Marketing, ihr zieht einen Mega-Networker an Land und zack ist der Vice-Präsident. In allen Plänen, die es draußen gibt, in fast allen, ich will vorsichtig sein, war es das, bis ihr die gleiche Stufe erreicht habt, ist Ende Gelände. Hier ist egal, ob euer Generationsbonus aus Menschen besteht, die gleiche Position haben oder sogar höher. Also wenn ich nochmal ein Bild zurückgehe, ihr Lieben, ich mache mal das hier an, ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger sehen kann. Der Teamkoordinator hier in grün, wie heißt denn das hier, Violett, Pink, Dingens, der hat beispielsweise unter sich einen Sales Director. Das ist dann seine 10% Linie. Obwohl der Sales Director höher ist als ein TC, er kriegt volle 10%. Machen wir noch ein krasses Beispiel. Darunter, unter diesem Sales Director, entsteht ein Vice President nochmal 5 Ebenen tiefer. Er kriegt die vollen 10% drauf, obwohl er selber nur Teamkoordinator ist. Das Ding ist der Oberabflug und ich hoffe von Herzen, dass das so ein bisschen rüberkommt. Und ich finde, es geht nicht fairer, weil es gilt, denjenigen zu honorieren, der uns einen solchen Superstar an Bord gebracht hat. Findet ihr nicht auch? Wir haben es fast geschafft, noch 10 Folien. Globaler Bonuspool. Nächste Mega-Geschichte, langfristig eine sicherlich hochattraktive Gelegenheit. Möglichkeit, Quartalsbonus zu erzielen. Und zwar ausnahmslos basierend auf die Aktivitäten der Kundengewinnung. Und hier zahlt Dubli bis zu 6%. Warum habe ich das hier verändert von der Folie? Weil Michael Hansen auf der Bühne, nachdem die Folien schon fertig waren und da stand 3%, gesagt hat, dass das zwischen 3 und 6% sind. Also er einfach immer vom Unternehmenserfolg und nicht zuletzt auch durch die Börsensituation zwischen 3 und 6% aller Memberships, die im Quartal gekauft worden sind, in diesen speziellen Bonuspool einzahlt. Jetzt kann jeder dafür sorgen, sich daraus einen Anteil oder mehrere Anteile zu holen. Und während solche großen Schecks zu Beginn sind, das kleine Schecks zu Beginn sind, dann ein paar Euro, ein paar Dollar, ein paar 10, ein paar 20, ein paar 100, mit wachsendem Unternehmenserfolg sind das sehr, sehr interessante Geschichten. Hier reden wir jetzt über die Leute, die wirklich sich auf die Kunden konzentrieren möchten. Das bedeutet, hast du 3 VIPs aktiviert in einem Quartal, also du hast Januar einen VIP gewonnen, Respekt, Februar einen, März einen, hast du einen Anteil aus diesem Bonuspool, der dir ausgezahlt wird. Hast du das 6-mal geschafft, also 2 pro Monat oder 6 in einem Monat, who cares,
hast du Anspruch auf 2 Anteile aus diesem Pool. Bist du der Ober-Online-Marketer, wo wir ein paar von haben, die wirklich auch ein paar 100 Kunden registrieren können pro Monat oder pro Quartal, kriegst du entsprechend viele Anteile aus diesem Bonuspool. Hier nochmal dargestellt, das Unternehmen nimmt alle VIP-Memberships und alle Premium-Memberships und zahlt zwischen 3 und 6%. In diesem Topf hast du in 3 Monaten 3 VIPs aktiviert, also nicht nur Voucher gekauft, sondern diese auch an den Kunden gegeben, geschenkt, verkauft, wie auch immer, hast du einen Anteil daraus. Hast du das 2-mal gemacht, gibt es 2 Anteile. Hast du 9 Kunden, hast du 3 Anteile und so weiter und so fort. Eine tolle Geschichte, um eben auch das richtig zu pushen, das Thema Kunden. Der zusätzliche Anreiz ist, ab dem 1. November kann jeder Partner wählen, ob er pro Monat einen Voucher kaufen möchte, 2, 3, 4, 10, 100. Das kann er tun und wir haben schon in Dubai gehört, dass einige das tun werden. Das bedeutet, Dubli hat große Kampagnen vor. Wir werden am nächsten Sonntag uns die Folien anschauen von Christa. Christa ist aus dem Marketing von großen Firmen gekommen, die sie zu Multimillionenkonzernen gemacht hat, die sich seit kurzem um das Thema kümmert. Dubli investiert immer die gleiche Summe, die du für Monatsvoucher bezahlst, die du ja zum normalen Preis bekommst, in Marketingkampagnen der ganz exklusiven Art und Weise, sodass du hier die Möglichkeit hast, aus diesem Pool auch Kunden zu bekommen. Gleichzeitig hast du natürlich durch diese Voucher auch mehr Anteile im Bonuspool. Gucken wir uns auch nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag noch ausführlicher an, uns nur mal erwähnt haben. Was ist jetzt zu tun, ihr Lieben? Das ist ganz entscheidend. Ich glaube, die meisten von euch, wenn ich hier Skype so lese, parallel, haben inzwischen verstanden, was los ist. Ich habe noch nie so viele Dollarzeichen hier an Icons gesehen in Skype. Was ist jetzt zu tun? Jetzt entscheidet sich wieder. Bin ich begeistert und freue mich, dass meine Kollegen demnächst ganz viel Geld verdienen oder sage ich, jetzt bin ich dran? Jetzt bin ich dran. Ernte, versteht ihr? Gesät haben wir genug. Was ist für uns zu tun? Dieser neue Strukturbau, der parallel zum bestehenden bei euch im Backoffice dann displayed wird. Ihr habt also einmal ein zweibeiniges System, wo ihr eure gesamte Organisation, die ihr schon aufgebaut habt und jetzt bis 1. November aufbaut, wiederfindet, plus all die Leute, die einsortiert werden, weil ihr einen höheren Rang habt. Auf der anderen Seite habt ihr den bestehenden Karriereplan. Wie wird jetzt diese Migration funktionieren? Punkt 1 ist, du bist aktiv bei Dubli Network. Ich spreche jetzt speziell an, die heute auf Sendung sind und sagen, ich guck mal wieder rein, vielleicht geht's los. Ich brauche natürlich den Aktivstatus, das heißt, ich bin auf diesem monatlichen Voucher und los geht's. Und jetzt ist es wichtig, hört bitte genau hin, je höher eure Karrierestufe zum Mitternachtsschlag 1. November ist, je höher werdet ihr in dieser Organisation platziert. Das heißt, wenn ihr Spaß habt daran, ein paar Thailänder, ein paar Inder, ein paar Amerikaner, ein paar Mega-Freaks drin zu haben aus der Gruppe, dann solltet ihr die nächsten 6 Wochen so hart und so smart arbeiten wie nie zuvor. Das Ding ist die absolute Chance eures Lebens. Und das sind nur 6 Wochen. Und ich will auch gar nicht über Probleme sprechen, warum das ja für den einen oder anderen jetzt wieder nicht funktioniert. Ich kann euch nur sagen, reißt euch den Popo auf. Das 5-Mark-Stück muss die bekannte Prägung verlieren, wenn ihr sie zwischen den Backen klatschen habt. Quetscht, ihr wisst, was ich meine. Je höher eure Stufe, macht zumindest als Ziel die nächsthöhere Karrierestufe. Macht, wenn ihr TL seid, den TC bis dahin fertig. Macht, wenn ihr TC seid, den SD fertig. Probiert den Vice-Präsidenten hinzubasteln. Die Chance, an diesem 1. November plötzlich Hunderte und Tausende von Partnern, an deren Umsatz ihr voll beteiligt seid und an deren Aktivitäten ihr danach voll beteiligt seid zu haben, mit dem Argument für euch am 1. November bei euren Rekrutierungsgesprächen zu sagen, wenn du bei mir startest, herzlichen Glückwunsch, ich habe einen Zuwachs von 98 Leuten pro Tag, morgen werden es wahrscheinlich über 100 sein. Willst du die über dir haben oder unter dir haben? Das Ding ist wirklich frech. Jetzt gilt es, jetzt wirklich Vollgas zu geben. Start war geplant 1. Oktober. Wir haben auf Michael eingeredet. Gibt den Leuten 6 Wochen Zeit. Wir haben mit Dubli eine spezielle Historie. Wir haben tolle Zeiten erlebt. Wir haben Herausforderungen gemeistert. Jetzt haben wir alle die Möglichkeit, von heute an bis Mitternacht zum 1. November uns zu positionieren und Geschenke in Anspruch zu nehmen, die sich gewaschen haben. Ganz unten steht ein ganz wichtiger Satz. Die Sponsorlinien werden immer eingehalten. Euch werden nicht Leute weggenommen. Alles, was in eurer Gruppe ist, wird immer in eurer Gruppe bleiben. Logischerweise. Die Frage ist, wo seid ihr einsortiert?
Seid ihr irgendwo zwischen, ich mache ein Beispiel wieder nur, damit ihr Namen habt, die ihr kennt, seid ihr zwischen Ruth und Stefan und habt plötzlich einen Stefan Hochstädtler unter euch? Seid ihr zwischen, wie heißt denn der Kollege, Willards aus Dänemark, habt ihr von denen eine amerikanische Linie, seid ihr über Indern drüber? Ihr macht euch kein Bild, was gerade passiert. Wir schreiben derzeit im Schnitt 200 bis 300 TLA, Klammer auf, PPA-Pakete pro Tag bei Dubai. Es brennt ohne Ende. Die Leute sind so unter Feuer. Wer in Dubai war, hat das erlebt und ein paar Stimmen hört ihr jetzt gleich noch. Jetzt gilt es wirklich, in die höchstmögliche Karrierestufe einzutreten. Wie auch immer. Ihr kennt alles, ihr wisst alles, ihr habt den besten zeitlichen Vorsprung. Ihr habt ab kommender Woche die begnadetste Präsentation, die es gibt, die wir jetzt starten werden. Ihr habt das geilste Online-Tool mit Webinaren, die in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sprachen bis zu 5-mal pro Tag ablaufen. Jetzt ist einfach nur die Frage, was mache ich? Okay? Höchstmögliche Stufe, jetzt gilt es. Nicht links, nicht rechts, Vollgas. Was ist noch wichtig für dich? Sorg dafür, in deinem Interesse, dass du bis zum 1. November diese 6 Frontlines hast. Warum sollst du Geld verschenken? Hier sind auf der Leitung genug Teamkoordinatoren, Salesdirektoren, die eh schon alle jetzt Leute mit drunter bekommen. Willst du das mit $40 vergütet bekommen oder mit $80 vergütet bekommen? Deine Entscheidung. Schau in deinen Strukturbaum jetzt rein. Hast du 2 qualifizierte BAs? Qualifiziert heißt, die sind aktiv bei euch drin, die sind auf dem monatlichen Voucher oder auf dem monatlichen VIP-Kunden und die haben jeweils auch 2 Partner gesponsert. Das ist schon mal toll. Bist du schon mal qualifiziert und kriegst schon mal 10% mit. Toll. Solltest aber dafür sorgen, wenn es nur 2 sind, dass es bis zum 1. November 4 werden, okay? Oder 6 werden, dann hast du nämlich 20%. Auch das wieder, schaut bei euch in die Linien rein, was ist passiert. Aktiviert den einen oder anderen, schickt ihm die Aufzeichnung, die es hoffentlich gibt von diesem Webinar, nachdem ich gerade hier schon versagt habe. Macht bis zu dem Ding eure 6 Start klar, eure 6 Frontlines, damit ihr 20% Cycle-Bonus abholt, 20% Matching-Bonus abholt, vom ersten Tag an. Ey, ihr Lieben, das ist anderthalb Monate vor Weihnachten. Jetzt entscheide ich, wie dieser alte Baum dann da aussieht. Wie viele Äste hat der? Bis unten am Boden, damit ich maximal 2 kleine Geschenke drunter lege? Oder lasse ich es jetzt mal richtig krachen? Ihr seid in einer Phase jetzt dabei, wo, egal in welchem Land wir sind und wie aktiv das Land gerade ist, seid ihr in Spanien, wo die gerade aufdrehen von 0 auf 100, seid ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo gerade es wieder losgeht, seid ihr in Amerika, wo ihr gerade nicht wisst, wie schnell könnt ihr arbeiten, damit die Leute nicht weg sind, weil was da abgeht, ist unfassbar. Die Pressemitteilungen, die dort laufen über die verschiedenen Organe, die zeigen euch, was da passiert. Fakt ist, Dubli ist in dieser Momentumsphase. Wir schreiben Umsätze, die sind jenseits von Gut und Böse. Schaut euch die Quartalszahlen an, die jetzt in Kürze jeden Monat gefeilt werden von der Vergangenheit. Ihr kriegt eine Idee, was passiert. Die Frage ist, wie viel nehme ich davon mit? Und hier habt ihr die Lösung. Höchstmögliche Stufe und bitte habt 2, 4, besser 6 qualifizierte BAs. Wie auch immer, das sollte das absolute Wesentlichste sein, was wir jetzt angehen. Denkt dran, es sind nur 2 Beine aufzubauen. Im weltweiten Durchschnitt sponsern die Menschen immer nur 2 bis 3. Ganz wenige machen 10, 20 oder 100, wie Ruth und Stefan und Oksana und die Profis auf Sendung. Die meisten schaffen 2 bis 3, das wird aber nicht belohnt in den Karriereplänen. Hier reicht es. Und in eurer Situation reicht ab 1. November ein Bein, einen Partner, auf den ihr euch zu 100% konzentriert. Und wenn der es nicht schnallt, dann nehmt ihr halt den nächsten an Bord, bis der es schnallt. Und durch seine Aktivität schnallt plötzlich der Typ darüber. Das sind die Mechanismen im binären Plan. Das Ganze wird wöchentlich ausgezahlt. Nicht irgendwie am 15. der nächsten Dekade, sondern jede Woche in die unendliche Tiefe. Matching-Bonus, beteiligt zu sein an all dem, was eure Partner verdienen, aus eurer persönlichen Linie. Spillover von oben, bis der Landarzt kommt. Das ist einfach sehr, sehr frech. Und da geht es einfach nur noch jetzt zu wissen, nutze ich das jetzt und habe erkannt, was passiert. Die Folien kennt ihr schon, ich will sie gerne wiederholen. Es ist der explosivste und lukrativste Plan mit der größten Hebelwirkung in der gesamten Industrie. 85% der Top-Verdiener, hier rede ich von Menschen jenseits der $100.000 pro Monat, teilweise erheblich mehr, arbeiten in einem ähnlichen Karrieresystem. Nachteil ist, die machen das 12, wenn sie Glück haben, 24 Monate und müssen zum nächsten Bäumchen wechseln. Und jetzt nehmt euch diese Fakten mit der Situation, dass wir im Schnitt mit einem virtuellen Produkt doppelt so viel auszahlen wie fast alles, was draußen auf dem Markt ist. Wenn das nicht Argument genug ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann
ist man unter Umständen nicht für Vertrieb, für E-Commerce, für Unternehmertum geboren. Ich sage das mal ganz leidenschaftslos so, einfach nur, weil wir jetzt einen guten Schnitt haben, um zu erkennen, Vollgas und mal die ganzen komischen Gedanken hinten angestellt und jetzt geht's richtig los. Was ist zu tun ab dem 1. November? Das ist das geilste Konzept. Ab November 1 sponsern wir einen neuen Partner. Okay, alles vergessen, was ich gerade gesagt habe. Jetzt sind wir am 1. November. Was mache ich mit dem? Der hat ein BA-Paket gekauft, hat da 5 Gutscheine drin. Den ersten nutzt du gefälligst selber. Die anderen 4 verschenkst du oder verkaufst du, was auch immer du willst. Was passiert? Damit alleine bist du mit deinem Startpaket schon qualifiziert für den Bonuspool. Brauchst du ja nur 3 Stück von. Hau sie raus. Du hast damit einen Kunden auf Lebenszeit. Okay, was machst du jetzt? Vollgas auf links und rechts. 2 Leute, kennst du 2 Menschen, die dir zuhören, 2 Menschen, die du auf dem Webinar holst, die zu einem Dreier-Call holen kannst, ist das möglich? Ein links, ein rechts. Und Schritt 3, setz dich auf die beiden drauf und zeig denen genau, wie das funktioniert, wie diese 3 Schritte funktionieren. Voucher nutzen, Produkt lieben, Cashback erzielen, 4 Kunden gewinnen, verschenk, verkauf, gib Discount, was auch immer du willst. Vollgas ist jetzt auf Vertriebsaufbau. Ihr werdet alle internationale Organisationen haben, ihr könnt euch gar nicht wehren davon. Und dann sehen wir uns zur Global Convention in New York mit vielen, vielen tausend BAs. Das ist kein Spaß. Wir hatten jetzt schon irgendwo 180 aus Amerika. Eins ist mal sicher, wenn wir das Ding jetzt hier schon in New York gemacht hätten, dann hätten wir schon 10.000 Leute gehabt. Wir haben nur 20 Stunden Anreise nach Dubai. Das hier im nächsten Jahr, die Global Convention, wird stattfinden am Big Apple in New York. Da gibt es Straßen, manche heißen Mauerstraßen, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Vielleicht kann sich der eine oder andere Grund überlegen. Ich sage nur Alibaba und die 40 Räuber. In diesem Sinne, danke für die tolle Folie, Stefan, die ich direkt geklaut habe. Viele denken, du bist ein Spinner. Viele denken, ich bin ein Spinner. Wir reden von großen Zahlen, wir trommeln, wie auch immer. Wir reden von Billion-Dollar-Job oder du hast es hier getan. Ich sage euch eins, das bringt es exakt auf den Punkt. Ich mache euch ein bisschen Musik an, mache mal 5 Minuten Pause für Feedbacks und was auch immer ihr wollt. Ich trinke was und dann freut euch auf Ruth, auf Stefan, auf Basti, auf Oksana, auf Alvaro. Und ich weiß nicht, wen ich vergessen habe. Wer will es wissen, dauert heute ein bisschen länger. Schön, dass ihr da seid. Korridor.